Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm, hier bei Crush 40 Freak 89. Das Offscreen-Training ist vorbei und es hat mich auch eine ziemliche Weile gekostet. Ja, es war schon ein bisschen anstrengend. Vor allem habe ich leider Gottes auch manchmal aus Versehen einige Levelgrenzen überschritten. Xato und Kapilz sind also auf Level 41 und der Rest ist auf Level 40 getrimmt. Ich glaube, Stolrak und Sejong fehlen jetzt nur noch zwei Level für ihre Vollentwicklung. Dann habe ich endlich ein vollentwickeltes Team. Zudem habe ich mir auch noch einige TMs gekauft und verdient, denn ich habe was ich nämlich gemacht habe, ist nicht nur bei Pyritus alle Gegner bezwungen nochmal, sondern auch gleichzeitig beim Pyritus-Turnier des Öfteren teilnehmen, denn wenn man nämlich an einem Turnier oder Kolosseum noch öfters teilnimmt, bekommt man jedes Mal bis zu einer bestimmten Anzahl andere TMs. Also man bekommt ja beim ersten Mal schon als Preis ein TM und auch beim zweiten bis maximal dritten Sieg bekommt man dann noch eine weitere TM, eine jeweils andere. Und deshalb konnte ich so manch praktische Attack mein Pokémon beibringen. Ich habe zum Beispiel Blitz jetzt Donnerblitz beigebracht, weil von selber kann es leider Gottes Donnerblitz komischerweise nicht erlernen. Kamerupt hat ja auch Erdbeben drauf, aber Stolrak, vor allem habe ich ja Erdbeben beigebracht. Und zudem habe ich ja auch noch Kamerupt Schutzschild beigebracht, um das mit Erdbeben zu kombinieren, beziehungsweise, ja, ich werde wahrscheinlich dann auch den Rest der Truppe noch den meisten anderen Pokémon Schutzschild beibringen, damit ich das wirklich mit Erdbeben kombinieren kann. Weil beim Kamerupt macht das mehr Sinn, dass es Step ist, auch wenn es nur ein physischer Move ist, was ein bisschen schwächer bei ihm wäre als ein Spezialmove. Aber dennoch würde ich wirklich wieder auf die Erdbeben-Schutzschild-Kombination setzen. Ansonsten Xato hat es ja nicht nötig, weil es ein Flug-Pokémon ist und von Bodenattacken nicht getroffen werden kann. Und ja, Kapilz hat jetzt Gigasauger drauf. Das habe ich beim zweiten Sieg vom Kolosseum beim Lagerturm bekommen können. Also man bekommt ja auch vom Lagerturm natürlich auch noch TMs, klar wie Kloßbrühe. Und ja, ich glaube maximal drei Kanten kann man bekommen, ansonsten gibt es dann nur noch Preisgelder. Jedes Mal. Und was kam noch dazu? Ach ja, also beim Pyritus-Kolosseum habe ich es öfter teilgenommen, beim Lagerturm-Kolosseum, da haben alle Trainer auf Level, das sind alle Trainer auf Level 40. Aber wisst ihr, was das Erschreckende ist? Ich habe mich auch was an den Möchtegern-Power-Rangers versucht, aber die haben alle Pokémon auf Level 50. Jetzt schon Level 50, what the fuck? Ist eigentlich, was läuft denn da eigentlich mit denen? Warum haben die bitte schon jetzt schon Level 50? Das ist doch schon viel zu hoch, ey. Für meine Verhältnisse. Da habe ich wirklich gegen die schwer gehabt. Also da habe ich jetzt gar nicht mehr versucht, gegen sie anzutreten. Aber was ich auch getan habe, ist auch nochmal Calvin herauszufordern. Seine Pokémon Level 37 dieses Mal. Also auf meiner Levelgrenze. Er hat es nochmal gegen mich mit seinen Robo-Grodon versucht. Und auch noch in Fennec habe ich dann auch noch Primus in der Primarena bezwungen. Ich habe das alles also jetzt offscreen erledigt, weil ich denke, das ist jetzt nicht nötig, das euch zu zeigen. Seine Pokémon hatten so Level 29. Nur so zur Information, dass ihr das wisst. Und ich habe auch beim Gasthaus, wo Herr Opolus übernachtet hat, in Porta Portos, habe ich noch eine Kampf-CD gefunden. Also, das ist alles im Großen und Ganzen. Und ich hätte sogar bei einer Mobile erwischt. Ja, Mobile hätte ich jetzt nämlich auch schon erwischen können durch den Pokesnacks. Aber es konnte mir leider Gottes entwischen, aber jetzt, in dem Sinn, ich bin zwar darauf zugegangen, aber es ist dann sofort weggelaufen. Also ich habe es jetzt nicht zu einem Pokémon-Kampf herausgefordert. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich da auch anschleichen müssen. Nächstes Mal werde ich das nochmal probieren. Und natürlich sind alle Krypto-Pokémon, die ich bislang gefangen habe, jetzt, wie ihr sehen könnt, befreit worden. Alle 45. Naja, es waren ja keine Krypto-Pokémon. Einige der Pokémon sind ja keine Krypto-Pokémon, weil ich habe mir auch noch ein anderes neues Pokémon gefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig welches. Ich glaube, das war Knackleon. Genau, ich habe noch einen Knackleon in Wildes fangen können. So, und jetzt probieren wir es mal gegen diesen mächtigen Matrosen. Hey, du. Was? Wie ist es auf diese Insel geschafft?
Damit bist du gefahren? Das ist genial. Selbst Opulus, der Reiche der Reichen, hat kein solches Gefährt. Oh ja, das letzte ist ja als nächstes in meinen Hörschlag. Hör mal, lass mich doch auch mal damit fahren, oder? Na gut. Lass es, spricht nichts, Mann. Ich habe nicht viel anzubieten, aber ich habe das hier auf dem Schiff gefunden. Ach, man, von dem bekommt man einen Kampf-CD. Ich dachte, das ist auch so ein Trainer von, also auch so ein Untergebener von diesem Opulus. Ich weiß, er heißt natürlich anders, aber sein wahren Namen ist mir leider Gottes entfallen. Der eine Seemann ist da bereits reingegangen und warnt da jetzt seine Kollegen vor uns. Welchen Weg nehmen wir? Gehen wir in die Höhle rein oder nehmen wir den Lift? Okay, den Lift können wir nicht benutzen. Also, rein da. Auf zum Hauptquartier. Von nun wird es ja auch wirklich schwieriger. Man hat mich schon in den Kommis vorgewarnt. Jetzt wird es deftig, weil die Gegner jetzt mehrere Krypto-Pokémon auf einmal verwenden. Und ich sollte auch mindestens ein Krypto-Pokémon-Team haben, damit ich gegen die Krypto-Attacken ankommen kann. Aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich werde auch erstmal so zurechtkommen. Erst dann so gegen Abschluss werde ich mal, falls das hier nicht schon das Ende ist. Nein, ich glaube nicht, dass es schon das Hauptstory-Finale ist, aber ich werde dann schon so gegen Ende dann mir schon ein paar Krypto-Pokémon ins Team holen wollen, das auf jeden Fall. Aber ich habe auch schon einiges an interessanten Pokémon befreien können. So viel ist mir sicher. Aber mein Team werde ich jetzt nicht mehr umstellen. Es bleibt, naja, erstmals nicht. Es bleibt mal so, wie es ist. Ich bin auch schon zufrieden damit. Ich meine, einige Attacken müssen noch verbessert werden. Seong zum Beispiel benötigt eine bessere Wasserattacke als Aquaknarre. Die konnte es bislang auch noch nicht lernen. Es wäre schön, wenn es mal Surfer einsetzen könnte. Also Surfer lernen könnte, aber wer weiß, wann es die Attacke überhaupt kriegt. Oh! Und da kommt schon der erste Kryptospaten. Du bist mir suspekt. Ich lasse dich nicht vorbei. Hab ich auch nicht von dir erwartet, Mädel. Also, checken wir mal aus, was die für Pokémon hat. Wahrscheinlich auch wieder Krypto-Pokémon en masse. Dumm Esel. Und Maskeregen. Dann checken wir mal aus. Nein, scheint kein Krypto-Pokémon bislang dabei zu sein, aber es könnten die anderen, die restlichen beiden sein. Ja, das bringt jetzt echt nichts. Steuerrock hat Schutzschild drauf, aber wenn es Erdbeben einsetzt, dann trifft es ja auch Seeyong, leider Gottes. Also muss ich mit normalen Attacken draufhalten wie Eisenschweif und Seeyong kommt mit Eisstrahl gegen Maskeregen, da ist er nur Flug und Käfer ist und nicht mehr Käferwasser, wie seine Vorstufe. Sonst wäre es nicht effektiv. Dadurch hat es jetzt eine Eisschwäche bekommen. Das Dummissel, das jetzt ganz gut überlebt, habe ich erwartet, weil Dummissel hat schon einen harten Panzer, so viel ist sicher. Naja, eine dicke Haut, besser gesagt, ein Panzer hat es ja nicht. Sagen wir mal, eine dicke Haut. Das passt, das stimmt schon eher. Ein Roselia haben wir schon bekommen, also das ist jedenfalls kein Krypto-Pokémon. Sie könnte also nur ein einziges jetzt haben. Na gut. Wollen wir es herausfinden, ne? Nochmal Eisenschweif hier und Eisstrahl da. Sofern Rosila hoffentlich jetzt nicht schneller Zehung ist und ihm eine heftige Pflanzenattacke verpasst. Doch leider. Und mit Zauberblatt natürlich. Das trifft er beide, oder? Oh, und macht doch massig. Nein, nein, nein. Ich dachte, Zauberblatt trifft beide, okay. Gut zu wissen. So, aber Roselia geht jetzt down. So, ein Pokémon hat sie ja noch übrig. Dann zeig mal, was du so hast, ne? Komm schon, Mädel. Pandir. Ist das ein Krypto-Pandir? Nö, die hat kein Krypto. Okay, dann habe ich Glück gehabt. Manchmal freut es mich auch wirklich, wenn Zerbex und mal ein paar Gegner keine Krypto-Pokémon bei sich haben. Weil dadurch habe ich auch etwas mehr... Oh, Mann. Dadurch... kann ich mich auch mal in Ruhe ganz entspannt auf die Kämpfe konzentrieren, ohne dass... Ja, Stollerer kommt dann mal mit Bodycheck gegen Dummissel und... ja, hier, Eisstrahl. Ohne dass wieder...
alles Hardcore sein muss. Ich habe mir natürlich einiges an Belebern und Hyperbällen noch gekauft. Ich hoffe, dass die Hyperbälle, die ich jetzt habe, ausreichen werden. Aber ich glaube nicht, weil ich habe maximal, glaube ich, 13 Hyperbälle, 12 Beleber, 20 mal Kuhmilch. Die Kuhmilch ist aber auch gut, weil das nämlich, sogar noch weniger als ein Supertrank kostet und dafür aber doppelt so viele KP wiederherstellt. Also für meine aktuellen KP-Verhältnisse reicht das vollkommen aus. Aktuell noch. Da brauche ich noch keinen Hypertrank. So, Sehung Level 41. Nur noch ein Level wahrscheinlich. Und dann haben wir endlich einen Valreiser. Ich weiß es gerade nicht auswendig, welchen Level es braucht, um sich weiterzuentwickeln. Hahaha, da bist du stark. Da kann ich wirklich nur lachen. Das findet die zum Lachen? Die ist echt strange. So, zum Glück gibt es immer einen Vitalisator in der Nähe. Und dieser Ort hier ist wirklich... Oh, gruselig, aber was erwartet man? Das hier ist das Hauptquartier von Herrn Opolos. Ich weiß, er heißt anders, aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr auswendig so. Wo bleibt der nächste Kryp... Was ist das denn hier? Und wie geht's hier jetzt weiter? Hier ist noch nicht mal was. Hä? Was soll ich denn hier, bitteschön? Das wird doch nur eine Sack... Was? Das ist doch nur eine Sackgasse, oder sehe ich da irgendwas nicht? Wofür soll das jetzt hier gut sein? Das ist total... Was? Was geht denn hier ab? Ich habe einen Kryptospaten bezwungen und... Ja, da kann... Das sind der Spinte, oder? Nee, das sind... Ist auch so das gehört auch zur elektrischen Ausstattung. Ich glaube, das sind alles Sicherungen oder so. Keine Ahnung, Sicherungskästen. Aber wo geht's denn hier bitte schon weiter? Hä? Was denn das für ein komischer Ort? Gibt's hier noch einen Weg? Doch, ja. Die Röhren versperren da total die Sicht darauf. Wie blöd ist das denn? Oh. Er verlässt uns nie, der Luxuskreuzer. Wo ist er hin? Warum hat er es so eilig? Hä? Oh, ich weiß, du hast ihn verjagt. War nur ein Witz, oder möchtest du etwa verjagen? Tja, kann er mal probieren. Ein Raser. Der hat bestimmt wieder Krypto-Pokémon bei sich. Darauf kann ich wetten. Jetzt setzt er selber auch ein Xatu an. Ich glaub's ja nicht. Also, der ist jetzt auf Flug-Pokémon. Na, gut zu wissen. Mein Sejong habe ich da effektive Attacke. Oh, oh nein. Wer ist denn bitteschön ein Dotri? Das Dotri ist ein Krypto-Pokémon. Alles klar. Ach, das ist blöd. Level 34 hat es. Na gut, ich schlage wieder vor. Kapilz muss ich jetzt... Naja, ich lasse doch lieber Stolrak drin. So ein bisschen die Attacken wegtinken. Ich würde vorschlagen, ich versuche erstmals... Schutzschild hier und Sejong macht erstmal den Xatu ein Ende. So ist mein Stolrock erstmal geschützt, weil ich glaube, die würden hauptsächlich auf das Pokémon mit den schwächeren Level losgehen. Aber nein, sie müssen natürlich auf Sejong. Wir müssen natürlich auf Sejong losgehen, natürlich. Warum auch nicht? Ah, na gut. Warum Aeroas gegen Stolrock? Gegen Sejong hätte es viel mehr Sinn ergeben. Egal, jetzt bin ich mal Xatu los, aber hoffentlich hat er nicht noch zwei Krypto-Pokémon. Alter. Dann wird das wieder ziemlich stressig. Velsa. Okay, das ist ein normales. Jetzt kann ich nicht mehr auf Schutzschild setzen. Ich sollte Steuerer jetzt austauschen, weil jetzt ein Wasser-Pokémon ist nicht gut für mich. Kapilz, jetzt bist du an der Reihe. Und Sejong... Ja gut, Eisstrahl ist ja normal effektiv, also kann ich Velsa zumindest noch ein bisschen Schaden zufügen. Los geht's! Kryptoknall. Lass mich raten, das geht auf Kap... Ja, natürlich. Eieiei, aber zum Glück macht das jetzt nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Liegt wahrscheinlich jetzt an den Level-Ups. Ah, macht wirklich außerordentlich Schaden. Boah, wenn es bloß ein... Oh, fuck. Genau so eine Attacke kann jetzt wirklich Sion gut gebrauchen. Bloß schade, dass es die VM-Surfer hier gibt, nicht in das Spiel nicht gibt. Ach.
Na schön. Einmal Gigasauger, um wieder KP zurückzubekommen und... Body Slam. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Bitte sag mir, dass es nicht zu viel ist, ey. Ich habe jetzt keine Lust, dass... Oh, verdammt, ja, jetzt braucht es wirklich KP. Jetzt braucht es unbedingt KP. Also Gigasauger, come on. Zeig mal deine stärkste Pflanzenattacke, die du hast. Solarstrahl kannst du natürlich auch noch lernen, aber... Naja. Mit Sonnentag zu kombinieren... Wäre es sinnvoller. So. Radikal. Oh, bitte nicht auch noch ein Kryptoradikal. Ach, Mann, warum haben die jetzt zwei? Warum müssen die alle jetzt zwei haben? Das ist doch nicht euer Ernst. Da kommen wir schneller dem Finale entgegen, als es mir lieb ist. Ach, das wird also echt zu viel. Na schön. Einmal Trugschlag hier auf Dotri und Sejong greift meinen Body Slam radikal ein. Radikal an. Boah, bitte lass jetzt Kapels in Ruhe. Ich sagte, lass Kapel. Ach, du blödes Drecksteil. Nein! Wehe, du gehst jetzt auch noch auf... Oh. Beide Gegensinnen müssen natürlich schneller sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Naja, Kapels ist auch leider nicht das schnellste Pokémon, also... Darf es mich nicht verwundern. So, Sejong, mach jetzt bloß keinen Scheiß. Dankeschön. Es wäre schön, wenn du sogar paralysieren könntest. Nope, hat keine Lust darauf. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte was, einen Hyperball schon mal probieren. Ach, warum ist der Meisterball da ganz oben? Das ist nicht gut. Ach, mit R kann ich ordnen. Wo ist die R-Taste hier nochmal? So. Ja, perfekt. So, Hyperball. Gegen Dodri und Sejong versucht nochmal Body Slam gegen Radikal. Ich hoffe, ein Volltreffer ist da nicht zu viel für ihn. So, bitte. Sag mir, dass es gleich klappen kann, weil ich habe nicht so viele Hyperbälle. Jetzt schauen wir mal. Yes! Gut, wir haben schon mal Dodri. Ein Problem weniger. Mit einem Krypto-Pokémon können wir es aufnehmen. Oh, wow, 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 wow. Okay, Sejong, mach jetzt bloß keinen Critical Hit. Ein Body Slam reicht aus. Ja, passt. Aber ich schätze noch zur Sicherheit einen Druck. Naja, Kapels ist leider Gottes. Arrgh. Schon ziemlich. Beide sind schon ziemlich am. Ja, ihr wisst schon wo. Deswegen sollte ich erstmal hier Trugschlag und einmal als Sejongs Zug nutzen für eine Kumumilch. Habe ich ja zum Glück genug davon. So, trink schön aus. Perfekt. Kryptoschlag. Tja, Sejong hat sich geopfert. Aber das hat es gut gemacht. Jetzt habe ich beste Voraussetzungen, dieses Vieh einkassieren zu können. Los, Blitzer! Blitzer! Ja, ich könnte es versuchen. Oh Gott, und dann... Ansonsten sehe ich noch einen Trugschlag ein, so. Aber es wäre eigentlich schon so ziemlich fangbereit, also... Das geht schon voll in, das ist ein Radikal. Beim Rad von Radikal kann man doch wohl nicht jetzt zu viel erwarten, oder? Komm schon, das wäre doch echt jetzt zu viel, wenn es sich durch von diesen... Wenn es sich jetzt in den Zustand schon von Hyperball befreien kann. Das wäre doch wirklich unter aller Sau. Na bitte. Haben wir es einkassiert? Rasa Luis ist down. Oh, ich wurde fertig gemacht, Mann! Sehr schön. Zwei neue Krypto-Pokémon. Du bist nicht schlecht, also wer bist du? Was? Ach, ist auch nicht so wichtig. Ja und? Was hast du jetzt vor? Achso, der lässt uns jetzt durch. Okay. Ein Glück, dass ich dann direkt den Vitalisator neben mir habe. So, jetzt kommen wir langsam voran. So, Sejong ist jetzt auch wieder fit. Vielleicht sollte ich erstmal wieder ein bisschen umtauschen, damit alle gleichmäßigen Level erreichen. Ja, ich könnte jetzt diese beiden als Kombination verwenden. Ich glaube, Stolrapp benötigt schon eher eine Entwicklung, als dass es Sejong tut. So, jetzt schauen wir mal, ob die Reihenfolge so passt. Nein, noch nicht ganz. Sejong muss an unterster Stelle, da es die wenigsten Erfahrungspunkte benötigt. So.
So sieht das Ganze doch schon viel besser aus, ne? Sehr schön. Sehr schön. Okay. Na denn? Ich speichere das dann natürlich auch zur Sicherheit ab. Ich hoffe nur, das bereue ich nicht, wenn nicht, dass die Aufnahme schief geht. Sieht noch alles gut aus. Weil ich nehme wieder mit meiner älteren Capture-Karte auf. Die letzten beiden Parts habe ich jetzt mit meiner neuen Elgato versucht. Da ging ja bislang noch alles gut, aber naja. Ja, bei den HD-Aufnahmen, hier wisst ihr ja, was passiert ist. Ich wollte gerade sagen, ist das keine Falle? Diesmal nicht. Der Matrose hier gefällt mir auch nicht. Der ist mir auch zu suspekt. Ja. Der scheint mir auch nicht freundlich zu sein. Also nicht, Meister Frenos. Frenos, ich glaube, das ist der aktuelle Krypto-Anführer. Also die Meister Frenos Luxuskreuzer schrubben, aber das kommt mir sehr los vor. Du fragst mich warum? Na, schau dich mal an. Dich sollte man abschrubben. Kämpfen wir? Warum auch nicht, Digga? Komm her. Das ist doch ein Wort. Ich erweise Respekt und strenge mich an. Na, das erwarte ich auch. Ich hoffe aber nicht, dass der auch noch Krypto-Pokémon hat. Weil langsam wird es wirklich zu viel. Stolonia und Corazon. Von Stolonia kann ich hoffentlich erwarten, dass es kein Krypto-Pokémon ist, weil das kann man wild fangen. So, Stolrak und Kamarupt. Gut, beide Pokémon sind... Das heißt, er könnte jetzt nur eins haben. Ich würde sagen, mit Stolrak setze ich Schutzschild ein, weil Kamarupt kann besser Erdbeben verwenden. Ich hoffe nur, Corazon kommt jetzt nicht mit irgendwelchen gemeinen Wasserattacken. So, Stolrak ist geschützt. Und jetzt... Erdbeben! Sehr schön, Kamarupt ist schneller. Was mich allerdings wirklich überrascht... Hätte nicht gedacht, dass Corazon selbst nur so eine schwache Initiative hat. Da schau einer an, da räumt es auf. Yes, das ist die Macht des Erdbebens. Nice. Stolrak steht auch schon kurz vom Level ab. Der Kampf könnte ihn also schon auf Level 41 bringen. Pupita. Okay, das ist... Ach, schade, kein Krypto-Pokémon. Ein Despotar wäre auch nicht schlecht fürs Team, aber... Naja... Was soll's. Okay, dann kann ich mich ganz in Ruhe und entspannt auf den Kampf konzentrieren. So, wenn der Eisenschweif trifft, ja, dann müsste es vorbei sein. Das ist sehr effektiv. Yes. Verteidigung war nicht gut genug für Pupita. Yes, Mann. Oh, schade, kein Level Up. Oh, was soll's. Hey, du, das war gut, also bin ich gezeigt. Ja, sieht wohl so aus. Ich kann keine Widerworte bei starken Kämpfern. Schön zu wissen, dass du ein guter Verlierer bist, so. Ich glaube, da kommt jetzt gleich wieder ein Krypto-Spaten. Weil die erschrecken mich jedes Mal, wenn sie plötzlich von oben auf mich zuspringen. Oh, das ist ein Jäger, oder? Na nu, du bist irgendwie verdächtig. Irgendwie? Oder zu 100%? Wie ist er? Patrick. Hey, Patrick. Kannst du nicht woanders doof sein? Nein, nicht vor vier. Ah, je. Na schön. Vier Pokémon, das heißt wieder was. Okay, wieder die übliche Taktik. Wenn sie hoffentlich auch durchgeführt werden kann, weil es kommen immer noch Mogelhieb eingesetzt werden. Nö. Was, Kratzer? King Stolre? Also manchmal könnte ich mir echt den Kopf stoßen vor lauter Dummheit. Manchmal ist echt die NPC wirklich so dumm und dämlich. Aber egal. Dann bereuen sie eben ihre Dummheit. Sneebel ist schon mal weg vom Fenster. Girafarig wird es aber überleben. Nein? Hohohoho. Also manchmal liebe ich es, wenn ich mich irre. So, nur noch ein Level, dann haben wir wahrscheinlich dann endlich einen Stolos. Wird auch längst Zeit. So, wen willst du als nächstes auf mich setzen? Golbat? Ist es ein Krypto-Golbat? Wollte gerade sagen, nein. Aber Golking. Golking? Nein? Okay. Ich kann mich nicht wirklich beklagen. Soll mir auch so recht sein.
Aber jetzt bin ich ein bisschen im Nachteil mit beiden Pokémon gegen Goldking. Das dürfte hart werden. Vielleicht sollte ich mit Steuerrack mal was. Ja, aber dann treffe ich ja Golbat nicht. Ja, aber Golbat kann dann gegen beide auch nicht wirklich was ausrichten. Ja, Steuerrack kann auch nicht Goldking mit einem Erdbeben bezwingen. Das geht leider Gottes nicht. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Ja, machen wir es halt so. Wird schon irgendwie schief gehen, ne? Solange jetzt nicht irgendein Pokémon zurück, solange jetzt nicht Stolkrag zurückschreckt. Naja. Beide gegnerischen Pokémon haben schon ihren Zug gemacht. Das heißt, Kamerupt kann jetzt mit Flammenwurf Golbat niederbrennen. Bam! Ja, nice! Der hohe Spezialangriff zahlt sich aus. Deswegen ist auch wirklich Kamerupt eins der besten Spezial-Pokémon. Und in der vierten Generation werden auch seine Bodenattacken besser, weil es nämlich auch spezielle Bodenattacken dann gibt. Ich überlege mir dann auch, wie ich bei meinem Let's Play zu Pokémon Bloody Platinum mein Team zusammenstellen werde, weil ich alle Pokémon bis zur vierten Generation da fangen kann, also wild fangen kann. Ich werde aber jetzt nicht das Ziel setzen, mir alle einzeln einzukassieren. So viel ist ja schon mal gesagt. Das dürfte jetzt nicht von mir warten. Na, ich würde sagen. So. Jetzt passt es. Wenn man es alle zwei Runden macht, dann geht das schon. Oh, ein Glück. Kamerupt hätte das schon sehr, sehr weh tun müssen. Och nein, und da liebt es das auch noch. Ich glaub's nicht, schade. Na gut. Beenden wir das jetzt. Bodycheck! Schlag zu! Und es kann ja zum Glück keinen Rückstoß erleiden. Das finde ich nice bei Stolrak. So. Damit wäre es auch mit dem hier. Mit Patrick. Ich wollte nicht verlieren. Hast du aber. Sieh es ein. Du bist ja wirklich verdächtig. Gott, ist es echt. Alles, was du dazu zu sagen hast, okay. Das führt zu dem Lift hier. Damit kommen wir ins... Moment, führt er nach unten oder nach oben? Ich kann es gerade... Ich glaube, der führt eher nach unten. Okay. Aber ich würde sagen, liebe Leute, den Lift benutzen wir dann im nächsten Part. Jetzt sind wir mal in diesen Stockwerk vorangekommen und sind schon mal in das Hauptquartier eingedrungen. Wir haben schon einiges erreicht, zwei neue Krypto-Pokémon und ja, das sollte mal fürs Erste reichen. Wir sind mit unserem Pokémon recht fast komplett unbeschadet durchgekommen, also ganz gut. Klar, es gab schon wieder Opfer, aber auch nur wegen der Krypto-Pokémon. Bislang lief es ganz gut und ja, wenn ihr dann, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder beim nächsten Part mit dabei, wenn wir dann ins nächste Stockwerk. Es ist wahrscheinlich Obergeschoss oder Untergeschoss. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Aber ich glaube, wir werden mit dem Lift nach unten fahren, so wie das gerade aussieht. Vom ersten Blick aus. Wir werden sehen. Okay. Bis dahin bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Fortify geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.